Hallo, hallo und tralala. Ich bin's André. Schön, dass du wieder hier bist. Wir spielen wieder eine Runde World of Warcraft Classic. Herzlich willkommen und entspann dich. So, wir werden uns jetzt auf die Ackersuche machen. Und zwar da hinten müssen wir einen Wagen mit Erz los schicken und Wegrollsperrenschlüssel. Okay, ich weiß halt nicht mehr, was das war, aber wir gehen einfach mal hin und checken das mal aus da. So, am besten, wir müssten da hinten auf die Straße. Oh, das wird gar nicht mal so einfach. Das ist voll hier, das mit den Viechern. So, da sind jetzt hier diese Typen. Die wir wahrscheinlich auch gleich hinterher rennen werden, oder? So, jetzt war ganz schnell hier. So, immer gleich da. Ja, ist kein Wagen. Was liegt da hinten? So, das ist Kräutergeschichte. Aha. So. Hier haben wir Anschlüsse. So. Bin mir nicht sicher, ich. Das stimmt hier nicht. Wagen mit Erz losgeschickt. Aber von wo ist die? Geht zur Mine in Fernhain. Nehmt Hauptmann Jakob den OW-Coinschützer ab und macht den Wagen mit Erz los. Geht zur Mine in Fernhain. So, damit fängt es schon mal an. Wir müssen erstmal gucken, wo die Mine ist. Vielleicht hier unten? Aber nein. Oh, ach ja, doch. Doch. Ja, ich weiß. Jetzt weiß ich Bescheid. Ich bin falsch gelaufen. War ja hier trotzdem noch auf den Feldern gewesen. Und da ging es ja in die Mine rein. Genau. Schaust du hier? Schaust du richtig? Da ist die wundervolle Mine. Okay, gut ist ja natürlich, dass die ja gerade drinne waren. Jetzt habe ich wenigstens einen kleinen Puffer. Wahrscheinlich, um da schnell reinzurennen. Ah, mal sehen. Mal sehen. Rennen wir schon rein. So, also auf jeden Fall muss ich hier mal den Schlüssel abnehmen. Das steht schon mal fest.
Super. Ah ja, da ist der... Ah, okay. Macht Sinn. Also jetzt brauche ich erstmal den Schlüssel und dann kann ich das machen. So, wer hat den Schlüssel? Also. Ah nein, der andere kommt auch, oder? Ja. Mach mich schon. Das schaffe ich nicht. Bin unding, Digga, wenn ich das schaffen würde. Ah, verdammt, ich dachte, ich kann ihn noch freezen. So ganz kurz vorher. Aber das war nicht mehr drin. Schade. Das hätte ich gerne gesehen. Naja, klappt halt nicht immer. So. Okay. Da muss ich auf jeden Fall erstmal rappen gehen. Okay, das haben wir. Sollen wir den Wagen einfach hinterherlaufen? Nee. Wir sind ja direkt fertig. Lieber schnell, bevor hier der Respawn kommt. Da ist er nämlich schon. So, wir müssen das abgeben. Oh, okay. Hier helfen die. Ja, cool. Der ewige Kampf, der hier auf dem Feld stattfindet, ja. Gerald Grün. Kann ich euch helfen? Auf dann. Ich danke euch, zarte Rose. Dieses Erz wird in den kommenden Zeit von entscheidender Wichtigkeit für die Allianz sein. Gehe mal davon aus, dass unser heutiges Handeln auf den Lauf der Dinge Einfluss haben wird. Für die Allianz. Das war's dann. Mit Hilfe der letzten Ladung Erz, die ihr geborgen habt, sollten wir genug haben, um es zur Allianzfeste zu schicken. Falls Fernhain von der Landkarte Azeroths getilgt wird, dann lasst uns wenigstens diejenigen sein, die einst als erstes unser Land verteidigten und als letztes aufgaben. Bringt dieses Erz zu Hilda Steinschmiede, sie ist eine gute Freundin von mir, sagt ihr, dass sie aus diesem Erz ein paar gute Waffen herstellen soll. Wir werden in Zukunft reichlich von ihnen benötigen. Schönen Tag auch. Mit Vergnügen, mein Freund. Kann ich auch gleich mich mal reparieren gehen? Oh. Ah ja. Wer rappt von euch, Digga? Gar keiner. Verarschen? Ja, du. Bist du hier? Was kann ich heute für euch tun? So, hier ist ein paar Sachen loswerden, bitteschön. So, das kann man das verkaufen? Nee. Das ist schon mal gut. Immer zu viel Mist. Zu viel Müll ist hier drinnen.
Total verrückt. Man sieht sie. So. Hilda. Will ich stören? Willkommen. Was habt ihr denn da? Bleibt sauber. Erz aus Fernhain, bislang ist keine Lieferung vorgesehen. Stimmt etwas nicht? Fort mit euch. Fernhain wurde überrannt und alles, woran Geralt denkt, ist mir meine Erzlieferung zu beschaffen. Ich versichere euch, der Mann ist mindestens genauso beherzt wie einer unserer Soldaten an der Front. Wir können nicht zulassen, dass die Zivilisten ihr Land verlieren, wenn sie dazu bereit sind, dafür zu kämpfen. Wir haben vielleicht nicht die nötigen Truppen übrig, doch wir können ihnen Waffen liefern. Diese hier waren eigentlich für die neuen Rekruten gedacht, aber mit dem Erz, das ihr mir gebracht habt, kann ich den Bedarf abdecken. Lass Geralt wissen, dass die Waffen auf dem Weg sind. Seid auf der Hut! Mach ich. Was ist er denn? Okay, Geralt ist noch am Kämpfen. So, Geralt, komm her hier. Hallo. Seid vorsichtig. Hilda schickt uns Waffen und ausgezeichnete Neuigkeiten, zarte Rose. Ich wollte den Jungs gerade sagen, dass sie ihre Sachen packen können. Man sieht sich. Ah, nicht so voreilig. Fernhain hat nun wieder eine Chance im Kampf zu bestehen, zarte Rose. Das ist alles, was wir uns gewünscht haben und ihr habt es ermöglicht. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist ein Sammelpunkt. Ich werde meinen Männern sagen, dass sie die Waffen zu unserem Rathaus bringen sollen. Geht und läutet die Rathausglocke, damit alle Überlebenden wissen, wo sie sich sammeln können. Es ist an der Zeit, der Geisel zu beweisen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Komm, dann lass uns doch mal die Glocke läuten, oder? Hier, bis hier an den Rand gehen. Okay. Alle ins Rathaus. Wir haben euch Waffen besorgt. Wir kämpfen gegen die Geisel. Rein hier mit euch. Zwei Waffen habe ich. Damit werden wir den Krieg auf jeden Fall gewinnen mit zwei Waffen. Nein, Spaß. Hinten in der Kammer sind noch kistenweise. Geralt, ich hab's geschafft. Braucht ihr etwas? Auf dann. Danke nochmal dafür, dass ihr uns geholfen habt, zarte Rose. Die Einwohner Fernhains werden euch nicht vergessen. Finde ich super. So, was haben wir denn hier drauf gebunden? Wir haben, wird es ja. Schönen Tag auch. Dann nehme ich doch lieber die Muschel, oder? So sehe ich das auch. Okay, dann sind wir hier auch schon wieder durch. Vielen Dank, dass du hier warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ja, drück mal auf den Like-Button und wenn du noch kein Abonnent bist, dann weißt du, was du da tust. Dann komm doch einfach zu uns und drück auf den Abo-Button. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Mach's gut, dein André und tschüssi.